Freunde, wir sind live on air. Hört ihr mich? Kölner Legende Diarra. Da steige ich doch direkt gerne mit ein. Was geht ab, Freunde? Geht's euch gut? SpongeBob, das Rap-Album, wurde irgendwie aufgenommen. Ich habe dazu gar nichts mitbekommen. Außer natürlich den Krabby Step, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Aber es sind voll viele Videos jetzt dazu rausgekommen. So ein ganzes Album. Ich finde es jetzt gerade nicht auf YouTube, aber es geht so, dass manche Rap-Songs umgedreht worden sind. Oder wie ist das gewesen, Freunde? Waren das Rapper, die dann SpongeBob-Songs performt haben? Wer war denn so bei Snoop Dogg vielleicht? Der ist doch bestimmt bei sowas dabei. Ja, perfekt. Ist er wirklich. SpongeBob, Snoop Dogg und Monster X. Sponge on the Run? Ach, der hat doch Apache-Song, das müssen wir uns gleich vielleicht mal reinziehen. Stimmt, Apache, das ist doch ein Deutschrap-Album, ne? Machen wir weiter mit dem Apache-SpongeBob, vielleicht ist das ja it. Aftershave kommt gleich. Was? Nanu, was ist das denn? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht, was ich hier gerade sehe. Das ist echt, ne? Gleich wird's hart. Was glaubt ihr, was Apache dafür für Cash bekommen hat? Oder wie geil ist das bitte, Alter? Das ist doch der größte Traum eines jeden Rappers, der in unserer Generation groß geworden ist, Alter. Einfach SpongeBob covert deinen Song. Überleg mal, du bist so 10 Jahre alt jetzt und du feierst so übelst SpongeBob und du feierst so übelst auch Apache. Also du bist so ein Kind in den Sheets so mäßig, so guckst du SpongeBob, aber in den Streets bist du halt ein Beast, weißt du, Apache-mäßig. Dann kommt einfach die fucking... das Crossover raus und du kommst ja wahrscheinlich gar nicht mehr klar. Ich muss dir sagen, ich habe eine große Antipathie gegenüber Spaßmusik. Kennt ihr das? Ich hoffe, ich krieg Zustimmung. Bitte gib mir Zustimmung, gute Kommentare, Bruder. Weil so Spaßmusik, Leute, die so Musik, so SpongeBob, wir werden es noch hören, so Leute, die so Musik hören und sagen so, haha, ist doch lustig. Die so auf Party ein Lied anmachen und dann so sagen, so ein Lied, was offensichtlich jeder scheiße findet und dann gucken die so in die Runde, wie sich so alle abfacken und dann so sagen so, Alter, was hat der Blödmann jetzt denn für ein scheiß Lied angemacht, so. Und es gibt so übelst viele Leute, die das dann einfach so geil und witzig finden oder dann so sagen so, oh ja, Moneyboy, haha, voll witzig und so. Also so, Digga, wenn du Musik hören willst, so dann lach doch nicht, so, weißt du, so, das ist doch, dann hör dir doch ein Comedy-Programm an, so. Ich hasse es, wirklich, also ganz, ganz schlimm. Das sind die Leute, die auf Musikgeschmack fragen, immer sagen alles. Erstmal gucken wir uns What's Next an, weil er nämlich ein geisteskranker Track ist von Drake, wirklich einer meiner Lieblings-Drake-Tracks der letzten Zeit. Und ich finde, Drake ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und aus folgenden Gründen, die wir uns jetzt gemeinsam anziehen. Hey. Das ist so ein Geisteskrankheit, ich komme wirklich nur bei der drauf. Wow. Wie reich kann ein Mensch sein? Ey. Pack. Ey. Guck mal, alle Rapper sind reich, ne? Lass uns kurz, wir reden nicht drüber. Okay, Leute. Viele Rapper sind reich. Aber Drakes Videos haben immer einen komplett anderen Drip einfach. Ein Reichtum, das man nicht in Worte fassen kann. Guck mal, die Videoqualität ist irgendwie anders als bei anderen Rappern. Die Farben, es ist alles irgendwie so glatt. Er fährt mit seinem komischen Mercedes 560 Dreh um das Flugzeug rum, was auch sein Flugzeug ist. Es ist kein Privatjet, es ist ein Flugzeug. Es hat über 250 Sitze oder sowas. Dann sitzt er parallel in seinem Auto, was wir jetzt sehen werden. Wie gut habe ich das ja vorgesagt, Freunde? Es war literally eine Millisekunde vorher. Das ist ein Rolls-Royce, in dem er sitzt, mit Chrome Hearts Ledergravur, Laserlichtgravur-Pack. Und so alle Rapper sind so reich, aber Drake ist irgendwie noch ein bisschen reicher als alle, kommt es mir vor. Sie findet den Beat so nervig? Mein Freund, bist du wahnsinnig? Also es ist ein Wahnsinnssong, ist ein Wahnsinnstyp. Okay, Freunde, das ist nämlich auch das einzige Lied von diesem Pack, was ich mir angehört habe. Es gab von dem Pack. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich höre mir die anderen beiden nicht an, weil kann man die streammäßig hören, so. Dann ist mir jetzt aber klar geworden, dass Drake in einem dieser Songs wieder Kanye gedisst hat, wieder so ein Sneak-Diss. Und deswegen bin ich auf dieses ganze Thema drauf gekommen. Wir hören uns jetzt erstmal den Track an, und zwar Once in Needs. Das ist er nämlich. Ich hatte die Zeile schon vorher gelesen auf dem Foto. Ja, ich kann lesen. Es ist ja tatsächlich komplettes Name-Dropping. Es ist natürlich alles ein Reach, Freunde. Alles, was ich hier sage, ist ein kompletter Reach und es kann sein, dass es komplett alles gelogen ist. Aber er sagt halt, ich sollte mich mit Yeezy verbinden, ich brauche mir ein bisschen Jesus.
Aber wenn ich meine Sünden zugebe, würde er uns nicht glauben. Und das wird dann wieder so umgemünzt, ob es vielleicht um Kim Kardashian geht, wie mit der er ein Schäferstündchen gehabt hat. Dazu kommen wir aber später, denn jetzt beginnen wir die Drake-Saga. Ich habe ein Haus in L.A. und ich habe einen Pool, der größer ist als der von Ye. Und guck mal, der Pool von Ye ist nice, aber mein Pool ist einfach größer. Ist halt so. Und diese Zeile, wer Kanye West kennt, der weiß, dass Kanye West sich sowas nicht einfach gefallen lässt. Drake's Pool, sie hat so mehr diesen Oasendrip, wie ihr seht, mit so Steinhöhle und sowas. Und Kanye hat halt mehr so diesen feudalen Superschurken-Drip, würde ich sagen. Auf welcher Seite seid ihr, Freunde? Welchen Pool findet ihr persönlich cooler? Ich finde halt diesen Höhlendrip so, ja, schon nice, aber dieses Presidential-mäßige von Kanye schon geiler. Aber Drake soll halt einfach größer sein. Aber Kanye West wäre ja nicht Kanye West, wenn er nicht komplett irrational reagiert hätte, denn Kanye West hat kurze Zeit später bekannt gegeben, dass er einen See in seinem Hintergarten baut. Das Problem ist, es gab sogar ein Foto davon, von den Bauarbeiten, aber das wurde removed und jetzt einfach ein Foto von Paris Hilton stattdessen, die ein bisschen keck in die Kamera guckt. Deswegen kann ich euch das leider nicht bieten. Nach dieser Seebauaktion und dann nachdem Kanye die Arche Noah gebaut hat, kam The Life of Pablo raus, das war so 2016. Zusammenarbeit auf Life of Pablo, alles scheint wieder gut zu sein. Dann, Freunde, kam es zu dem nächsten Punkt, wo wir an einem Drake und Kanye Collabo-Album waren, denn Kanye tweetet 2016 Glow. Einfach nur das Wort Glow. Und Glow sollte vielleicht eine Ankündigung werden, denn Glow war ein Song auf der Deluxe-Version von Drakes Album More Life. Und zwar dieser Song. Und da gibt es eine Zeile gibt es in diesem Lied, die Folgendes besagt. Das ist nämlich hier, Kanye West sagt am Ende, we the new Abu Dhabi, this is our time. Weil die beiden kommen ja aus L.A. Auf jeden Fall gab es Billboards, wo Kanye und Drake das Logo von Good Music und OVO war und da stand, Abu Dhabi is the new Calabasas. Oder umgekehrt. Und das hat dann so mäßig so ein Collabo-Projekt angeteasert von den beiden. Dann kam davon aber einfach niemals was raus und keiner hat davon irgendwas mitbekommen. Hier war Kanye in Sacramento, Live-Konzert und hat, was war sonst? Und hat nach 3 Songs aufgehört zu spielen, ist in eine Spirale des Hasses und der Wut abgerutscht und hat einfach sich nur noch über Dinge aufgeregt und sich beschwert und alles gesagt ist scheiße und das war so der Anfang von seiner manisch-psycho-kranken Phase. Außerdem war das der Todestag von seiner Mutter, der sich da gejährt hat und so und deswegen war alles so ein bisschen sehr emotional für ihn. Und er hat halt über Drake gesagt, dass er und DJ Khaled zu viel Radioplay bekommen und dass er das blöd findet. Also quasi von, sie arbeiten zusammen an einem Collabo-Projekt zu, ich hasse das, dass er so viel Radioaufmerksamkeit bekommt. Sehr skurriler Move wieder gewesen. Dann ist es auf jeden Fall erstmal wieder abgeflacht zwischen den beiden und man weiß nicht genau, wie der Status ist. Dann kommt es zu dem legendären Pusha T, Drake, blablabla Dilemma, wo Drake erzählt, dass er im Juni sein Album Scorpion droppen möchte. Das ist jetzt 2 Jahre nach dem Sacramento Rant und da war er halt schon wieder, war Kanye West ja schon in den Medien auch ein bisschen verrückt unterwegs, hat dann seine Präsidentschaftskampagne langsam vorbereitet und hat halt gesagt, dass er mit Jesus und so auf dem Weg ist. Da waren diese ganzen 7-Track-Alben, kamen auch raus. Und Drake möchte Scorpion im Juni rausbringen. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich euch jetzt erzähle. Und das hat er auch Kanye gesagt angeblich. Und dann ist im Juni sind 4 von Kanye West produzierte Alben mit den 7 Tracks rausgekommen, die alle zufälligerweise eine Woche nacheinander kamen, genau in der Zeit, wo Drake sein Album rausbringen wollte. Jetzt muss ich kurz auf die Timeline selber klarkommen, Freunde. Also Drake hat das alles im Interview danach erzählt. Es geht jetzt hier aber um 2018. Kanye West ruft Drake an und sagt, dass er zu ihm nach Wyoming kommen soll, um am Album von Drake zu arbeiten. Er will ihm helfen quasi so. Und dann kommt Drake dahin, arbeitet aber irgendwie an Kanyes Album und nicht an Drakes Album und Kanye hat ihn so ein bisschen verarscht mäßig, aber er hat Drake einen einzigen Song mitgegeben, den er haben konnte und Drake dann auch sehr glücklich war. Und diesen Song ist er nach Hause gegangen, den Song seht ihr jetzt gerade hier, Lift Yourself heißt er. Viele von denen kennen ihn wahrscheinlich schon. Und Kanye West hat Drake diesen Song eigentlich gegeben und eines Tages aus dem Nichts droppt Kanye West diesen Song, den er Drake eigentlich gegeben hat, während Drake schon mit diesem Song für sein Album Scorpion geplant hat. Das heißt, er hat darauf aufgenommen und hat verschiedene Dinge damit getan, die nur ein echter Musiker aussprechen kann. Und droppt diesen Song und jetzt werdet ihr sehen, warum das ein kleiner Front ist, sage ich mal, dir gegenüber dem guten Drake. Ist ein kranker Beat, kranker Song. Scoop-Dee-Dee-Whoop.
Whoop-dee-dee-scoop. Whoop-dee-dee-scoop-poop. Stellt euch vor, ihr seid Drake. Nicht so lange, stellt euch nicht so lange vor, ihr seid Drake. Und ihr kriegt einen Song von Kanye West, nachdem ihr nach fucking Wyoming geflogen seid, um sein Album zu machen, nachdem er gesagt hat, ihr wollt euer Album machen. Und dann kriegt ihr einen einzigen Song. Und dieser eine einzige Song kommt dann auf einmal aus dem Nichts raus und nur mit diesen Lyrics. Das heißt, das ist quasi wie eine Blendgranate, weil der hat diesen Song komplett unbrauchbar gemacht. Den kann man nicht mehr benutzen. Kanye hat Lift Yourself seinen Mutterhops genommen. Und Drake war wütend darüber. Das war aber zeitgleich nämlich auch die Zeit, wo Drake dann im Juni sein Album droppen wollte. Hier sagt er selber halt, dass er rankommt, er kriegt den Beat und denkt, Alter, geil, gute Zeit. Das ist jetzt übrigens, Freunde, für die Leute, die zeitlich nicht mitkommen, das ist 2018 das Interview ist so im Anfang Oktober gewesen und Scorpion kam im Juni 2018 und diese ganze Geschichte hat sich wahrscheinlich so im März 2018 abgespielt. Das ist im Endeffekt, das Wichtigste ist an der ganzen Sache, es gab jetzt noch nichts Ultrakrankes bis zu diesem Zeitpunkt, was passiert ist. Es waren immer nur so, ja, ich habe einen größeren Pool als du oder ja, hier, ich hole mir den Thron und so, was ja alles auch irgendwie Kampfansagen und keine Ahnung sind so. Und das ist jetzt zum ersten Mal ein Move, der crazy von einer Seite aus ist, und zwar von Kanyes Seite. Also wenn es halt so stimmt, wie Drake das erzählt, ne, kann natürlich auch sein, dass er komplett gelogen hat. Dann ist es das erste Mal, dass ein kranker Move gemacht wurde. Und die krankesten Moves kommen ja erst noch, Freunde, gleich. Ich finde es halt auch, es ist eine absolut glaubwürdige Geschichte. So, Drake ist aber auch natürlich ein sehr, sehr nett redender Typ und gut Süßholzraspler. Aber so, Kanye ist halt unberechenbar. Also man kann sich das schon sehr gut vorstellen, dass er da einfach eine Puppe die Scoop gemacht hat. Ja, Drake, Safe-Hol-Suse. So. Er ist halt auch so, there was not so invested. Oh, ne. So kleine, süße. Aber er hat halt in den letzten Jahren Drake and Badass geworden. Man kann nicht haten. Er ist so von kleiner, süßer Boy. So hier sieht er schon sehr verrückt aus, aber er ist schon sehr, sehr, sehr krank geworden, muss man sagen. Also er ist so breit, er ist so Heartbreaker, er ist so übelst reich und so. Der hat schon Boss-Status. Er denkt, alles ist gut und dann war nichts gut im Endeffekt. So, das Bericht zeigt also Kanye West und Drake zum ersten Mal im Anfang 2018 gibt es Beef zwischen den beiden. Dann geht es ja weiter. Im Juni kommt die ganze Situation mit den ganzen Alben von Kanye West, von Pusha T. Und auf Pusha T's 7-Track-Album ist ein Song drauf, der meinen guten Freund Drake einfach mal disst. Die gute alte Story of Adidon. Was halt einer der krankesten Diss-Tracks seit der letzten, also in Ami-Rap auf jeden Fall, der auf Longtime ist. Also so Killshot von Eminem, da sind wir wieder. War halt auch schon krank, so gegen, also wenn man natürlich kranker Eminem-Fan ist, aber der hier ist halt so, das hat halt, ich kam nicht, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich hatte Angst, dass Drake nie wieder Musik macht. Dieses Bild alleine schon, Alter, weil Drake war ja Schauspieler früher und hat dann auch so verschieden, deswegen gibt es auch so viele Aufnahmen von Drake im Rollstuhl und sowas, und das wurde ihm halt auf jeden Fall zum Verhängnis, sag ich mal. Weil er halt einfach dieses Foto vor ihm hat, was halt auf so vielen Ebenen krank ist einfach so, weil er ihm ja dieses Fake-Schwarzsein vorwirft und dass er so halb weißer ist, wenn er weiß sein muss und schwarz, wenn er schwarz sein muss. Und dann dieses Bild, Junge, das kann sich halt keiner ausdenken, so. Und dann halt kranke Situation halt, weil Pusha T nämlich der Welt offenbart, dass Drake einen Sohn hat, der ungesichtet in der Welt lebt, und Drake schämt sich für diesen Sohn, weil der nämlich einen Pornostar geschwängert hat, weil er kein Kondom benutzt hat, und das ist ihm peinlich, und das hat Pusha T rausgefunden und hat es in einen gottverdammten Diss-Track gepackt, Leute. Wenn ihr damals nicht dabei wart, kommt klar darauf, was passiert ist, Mann. Das ist immer noch so krank. Wir kommen hier zu dem essentiellen Thread, wo ein Mensch rausgefunden hat, dass Drake und Kanye West, beziehungsweise dass Drake, Kim Kardashian ein Schäferstündchen hatten, den Akt der Liebe performt haben, der Pupubem die Krieger in ihre Höhle reingefahren ist. Solche Dinge sind da passiert, Freunde. Denn es fängt an auf Sicko Mode. Nein, es fängt überhaupt nicht an auf Sicko Mode. Wir müssen aber über Sicko Mode reden. Okay, wir gucken das ganze Ding an, Freunde. Was geht hier ab im Chat, Alter? Was sind das für Emotes? Kann man die benutzen bei uns? Ich weiß nicht, was hier abgeht. So, es fängt an mit so kleinen Dingen. Und mit so Sticheleien, die wir gerade schon gehört haben. Hier so ein Bild zum Beispiel. Drake postet die Caption am 4 Tage her. Dankeschön für nichts. Postet die Caption, ich bin schüchtern. Kim postet die Caption, ich bin schüchtern. Ist das ein Zufall? Bin ich nüchtern? So, weiter geht's. Dieses GIF. Meine Stimmung fasst es ganz gut zusammen. Wir gehen weiter. Wir sind jetzt hier bei dem Song
wie heißt der Song? Kiki, do you love me? Ihr wisst, was ich meine. Kiki, do you love me? Wo alle Leute diesen Tanz gemacht haben und so. Diese Zeile ist aber viel mehr als steckt dahinter, Freunde, als nur ein blöder TikTok-Trend. Nein, Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Ist soweit so gut, ne? Versteht man soweit. Aber, Freunde, was ist mit diesem Tweet von Kim Kardashian? Was ist mit, wir haben unsere Nicknames, Kiki und Coco. Chloe und ich haben unsere Nicknames. Kiki ist Kim und Coco ist Chloe. Das heißt, Kims Spitzname, in My Feelings heißt der Song, Kims Spitzname ist Kiki. Okay, wir kommen, okay. Kims Spitzname ist Kiki. Kiki, do you love me? Okay, ihr wisst, wo es hingeht, Leute, ne? Weiter geht's. Dann gibt es die Lipstick Collection. Es gibt die Collection mit dem Lipstick. Kim ist ein Peachy Nude und Kiki ist ein Pinky Nude. Leute. Es geht weiter. Dann müssen wir auf den Sicko-Mode-Moment kommen. Moment, es sind zu viele Dinge, Leute. Wenn wir alles hier Dings nehmen, ist es zu viel. So. Jetzt geht es darum, wo die beiden wohnen. Und zwar, dafür brauchen wir den Song Sicko Mode. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich weiß nicht, ob ihr Sicko Mode kennt, Freunde. Das ist so ein mittelmäßig erfolgreicher Song. Der, keine Ahnung, der lief mal im Radio oder so. 809 Menschen haben den gesehen. Ist jetzt so ein bisschen undercover. Hört zu und guckt euch diese Karte an, Leute, ja? Wir sind hier, ne? Hier ist Drake's Haus. Hier wohnt Kanye. Er geht den Block. Made a right. Fährt die Lights. Und payt dann den Preis, Leute. Was bedeutet das? Das bedeutet, er suggeriert indirekt. Ich fühle mich gerade wie bei einer Gedichtanalyse in Deutsch. Er suggeriert gerade, dass er diese Fahrt gefahren ist zu Kim. Kanye tweetet 2018 am 5. September, good energy an Drake und seine Family. Freue mich schon, wenn wir zusammen wieder Pinball spielen am Automaten. Was ist das für eine Bühne? Wie extra ist Drake? Wie extra kann ein Mensch sein, Leute? Einfach ein big ass Skorpion, darf ich das sagen? Ein großhintriger Skorpion auf dieser Bühne. Unfassbar, wie surreal sieht das aus, so viele Menschen nebeneinander zu sehen. Ja, perfekt. Okay, er entschuldigt sich und sagt good energy to Drake. Er entschuldigt sich, apologizing for stepping on your release date. Er entschuldigt sich, TMZ entschuldigt sich, alles ist schlecht, wir sind Quentin, wir sind Brüder. Er hat mit Quentin geredet, mit Pusha geredet, über die Quentin-Zeile. Es hätten keine Songs mit Negative Energy da sein dürfen. Und insgesamt entschuldigt er sich viel und sagt einfach, alles ist wieder gut. Und dann ist auch tatsächlich alles wieder gut, Freunde. Das ist der Moment, wo Kanye und Drake wirklich wieder, ja, schon so sind, so. Alles ist wieder geklärt bei denen, auch die Sicko-Mode-Zeile und so wurde vergessen. Ist es cool. Im Endeffekt kann man zusammenfassend sagen, es fängt an, Drake hat Kanye als Vorbild, anschließend wird Drake immer größer, Kanye sieht ihn langsam als Konkurrent, die beiden machen durch unnötige Beats, kriegen erste Streitereien, dann ist der erste richtige Bruch die Poolzeile, würde ich fast schon sagen, anschließend geht es weiter mit der ganzen Infrarot-Juni-Situation, als Kanye halt seine manischen Phasen hatte, deswegen kann man ihm das auch nicht 100% böse nehmen und dann halt natürlich die Endstufe mit dem Pusha-T-Diss-Track, Sicko-Mode, Kanye, Kim hat seine Frau geknutscht, man weiß nicht, was abgeht. Und jetzt sind wir halt hier irgendwo wieder im neutralen Zwischenraum. Man könnte sagen, aktuell befinden sich Kanye und Drake in der Schweiz. Nicht, weil sie Schweizer Käse so gerne mögen, sondern weil sie auf einem neutralen Grund stehen. Und ich denke, die nächste große Sache wird sie dann wieder in Aufruhr versetzen oder halt eben in Freude versetzen. Kanye West ist halt jetzt von Kim Kardashian getrennt. Das wiederum bedeutet, es könnte ja auch sein, dass alles, was ich gesagt habe, wahr ist einfach. Weil die beiden haben sich getrennt. Ich denke, es ist davon auszugehen, dass es der Grund dafür ist, dass Kanye halt ein bisschen verrückte Episoden hatte und Kim gemerkt hat, dass sie es nicht mehr aushält und den dann versucht hat zu unterstützen, weil Kim auch, glaube ich, immer eine ziemlich gute Frau war. Aber jetzt halt alles zu viel geworden ist und deswegen sie ihn das nicht mehr aushält. So. Aber sie noch im Guten auseinandergegangen sind wegen der Kinder. So, und das könnte ja bedeuten, dass jetzt Drake am Zug ist und dann mal sein Shot schießt. Und wenn das passieren sollte, wenn die so offiziell zusammen sind oder so, eieiei, dann will ich nicht wissen, was dann für ein Album aus Kanye rausgepresst kommt. Kommen wir aber noch zu den wichtigeren Themen im Leben. Es gibt nämlich noch ein, zwei Dinge zu besprechen. Einerseits gibt es Neuigkeiten oder beziehungsweise neue Musik im Sektor der Eminem-Fraktion. Und zwar ein Lied, ich weiß nicht, ob euch diese beiden Rapper was sagen, Freunde. Das ist so das Sicko-Mode der Real Keeper. Das 8-Mile-Reauflage im Jahr 2021. Wer von euch kennt
kennt NF und wer von euch kennt Hobson. NF ist halt einer der cornysten Rapper der ganzen Welt. Ist so ein, das hören halt so Rap-Rapper, die sagen so, Autotune ist scheiße. Das sind wirklich die Almanjisten Almanji-Rapper, die es gibt, Freunde. Das hören halt wirklich nur so College-Kids und es ist halt auch einfach richtig kernig. Und wir hören uns das mal an. Ich hab's noch nicht gehört, ich weiß es nicht, wie krank es ist, wirklich.